Willkommen zum nächsten Apex Legends Video und wie versprochen möchte ich allen zeigen, die Interesse daran haben, was drinne war, zeigen, was in dem Überraschungspaket von Square Enix, den Machern von Final Fantasy und EA, was da drinne war. Vor kurzem, ich habe es letztens erzählt, hat an meiner Tür geklingelt, ich wusste von nichts, habe dieses wunderschöne Paket bekommen und jeder, der Final Fantasy liebt, so wie ich, der erkennt, einen gewissen beliebten Charakter oder ein, ich sag mal, eher Gegner aus Final Fantasy, ein Kaktor nämlich, stellt das da und da war ein bisschen was Final Fantasy mäßiges drin für mich und ich als absoluter mega Final Fantasy Fan und gerade von Teil 7 und auch ein Kritiker dieses Collection oder dieses Kollaborations-Event oder wie man das nennt, ich dachte, das kann ich matchen, Apex Final Fantasy, das kann ich hinhauen, aber ich habe es in meinem ersten Video für 2024 als mein absolutes All-Time-Favorite-Event gekürt. Natürlich ist es eine gewisse emotionale Bindung, die ich mit diesem Spiel verbinde, wo ich sage, das Event macht ultra, ultra Spaß, weil es viele geile Elemente mit Substanzen gibt oder Materia, kann man es auch schimpfen auf Englisch, die du in deine Waffen packen kannst, und dann haben deine Waffen bestimmte Perks und so weiter. Also alle, die das Event noch nicht gespielt haben, weil sie sagen, ich habe keinen Bock mehr auf das Spiel, testet es aus und gerade wenn ihr vielleicht Final Fantasy genauso liebt wie ich, macht's erst recht Sinn. Ich glaube aber nicht, dass irgendwelche Final Fantasy Fans, die mit Apex nichts an Hut haben, die irgendwie zu diesem Spiel bringen, weil das Spielprinzip einfach fern von jeglicher Rollenspiel-Element, Substanz, keine Ahnung ist. Von daher kann ich mir das nicht vorstellen. Ich werde euch von dem Event gleich noch ein bisschen was zeigen. Ich habe ein bisschen was freigeschaltet. Ein bisschen was ist gut. Ich zeige euch jetzt aber erstmal, was es hiermit auf sich hat. Wie gesagt, aus Japan direkt und ich wusste von nichts, was drin ist. Ausgepackt hatte ich es schon. Ich zeige es euch und ich finde es mega, mega, mega geil. Habe ich mich gefreut. Ein Nessie mit einem Mokri. Ich glaube, zu Englisch heißt es Moggle. Klingt total dämlich. Für mich ist das ein Mokri. Mokri gibt es, glaube ich, in jedem Final Fantasy Ableger eine feste, ich sage mal, Charaktergröße oder eine Wesengröße, die es in jedem Final Fantasy gibt. Finde ich richtig, richtig geil. By the way, ich kann nur jedem empfehlen, der vielleicht ein bisschen was... Warum steht denn dieses Vieh nicht? Ich kann nur jedem empfehlen, der ein bisschen auf geile Stories steht und auch gerne Rollenspiele spielt, der sollte unbedingt das Remake von Final Fantasy 7 spielen. Der Punkt ist damals 97 für die PS1 rausgekommen. Ich habe übrigens noch ein bisschen mehr, was in dem Paket war, zeige ich euch gleich. Der Punkt ist, 97 kam das Spiel erstmalig raus mit einer absoluten Pixellandschaft. Ist nicht schlimm, die Story ist unwahrscheinlich genial. Da kam das Spiel mit einmal raus. Und jetzt gab es drei Ableger, vor 2 Jahren den ersten. Der zweite Remake-Ableger kommt jetzt am 29. Februar und der dritte dann irgendwann in ein paar Jahren. Es lohnt sich, das Geld ist es wert. Aber dennoch muss ich kritisieren, dass das Event... Dennoch mal wieder sehr, sehr teuer ist. Es wurde in allen sozialen Netzwerken komplett zerrissen und ich bin froh, dass ich jetzt so lange krank war, denn ich wäre auf diesen Train mit aufgesprungen und hätte gesagt, Respawn, jetzt reicht's, ich habe keinen Bock mehr. Glücklicherweise kam das Event raus. Ich habe jetzt wirklich fast einen Monat gar nicht mehr gezockt, habe vor 1, 2 Tagen das Event dann selber mal getestet, weil ich die Energie und die Lust auch dazu hatte, einfach mal zu gucken. Und Gott sei Dank ist die Kritik nicht ganz berechtigt, auch wenn sie trotzdem so ein Stück weit Daseinsberechtigung hat, denn man ging davon aus, dass du locker 360 Euro dafür ausgeben musst, um alles freizuschalten. Das Buster Sword, das ist quasi ein ultimative Erbstück-Sache. Du kannst jede Legende mit diesem Schwert ausrüsten. Das ist richtig geil und es funktioniert. Ich habe es getestet. Und wenn du alles freischaltest, bekommst du einen One-Winged Angel Deathbox-Skin, wo ich dachte, was ist das jetzt für ein Müll? Ich weiß nach wie vor nicht, wie man es ausrüstet. Bei mir funktioniert es nicht. Vielleicht mache ich irgendwas falsch. Vielleicht geht es im Event nicht. Ich habe keine Ahnung. Zeige ich euch gleich. Am Anfang ist es nämlich so, du bezahlst für das erste Pack bezahlst du nichts. Ich kann ja mal ganz kurz... Achso, ich zeige euch erst mal, was hier noch drin war, bevor wir jetzt über das Event reden. Einmal ist hier noch so ein kleiner Aufsteller, Apex Legends Final Fantasy. Wie gesagt, ich war der festen Überzeugung, dass das überhaupt nicht matcht. Aber das Event macht einfach ultra Spaß, weil du Materia findest, Zaubersubstanzen, wer keine Ahnung hat, von was ich rede. Die kannst du in deine Waffen packen, die verschiedenen Substanzen, rot, grün, lila,
Blau und Gelb passen nicht in jede Waffe. Jede Waffe hat so ein bisschen seine eigenen Slots, wo die rein können, und die haben verschiedene Effekte. Zum Beispiel die Flatline, da kannst du kritische Treffer erhöhen. Damit downst du Gegner unwahrscheinlich schnell. Auch für die Spitfires ist es einfach unwahrscheinlich krank. Oder eine blaue Materia, die heilt dich. Wenn du einen Treffer landest, wirst du sofort instant geheilt mit einem gewissen Prozentsatz. Das ist absolut krank. Ich zeige euch hier mal noch die Sticker, die hier mit drin waren. Einmal Wraith als Tifa. Nach wie vor bin ich der Meinung, dass das nicht nach Tifa aussieht. Hätten sie Lobra nehmen sollen, es hätte besser gepasst. Dann haben wir Krypto als Cloud. Wir haben das alte Menü, wenn du in einem Kampf warst, wo du auswählen kannst: Attack, Skill, Item oder Flüchten aus dem Kampf. Wir haben Aeris. Die sieht original Gott sei Dank nach Aeris aus und nicht nach Horizon. Das ist schön. Und natürlich der Kaktor, der darf nicht fehlen. Der ist in jedem Final Fantasy auch eine feste Größe. Wir springen jetzt mal ins Spiel und da zeige ich euch ein bisschen was. Wie gesagt, es ist nach wie vor, bin ich der Meinung, dass die Kritik für die Preise sehr gerechtfertigt ist, aber ihr bezahlt nicht mehr in der Theorie wie für ein normales Collection-Event. Man ging wirklich von $360 aus, aber du kannst dann die Packs hier freikaufen und du bezahlst für das erste Pack erstmal nichts, dann bezahlst du für das zweite 100, dann glaube ich 500 für vier Packs, dann 1000 für vier Packs und so weiter und so fort, bis du irgendwann bei 1000 pro Pack bist. Das ist eine Menge Holz, keine Frage. Ich hatte glücklicherweise noch auf meinem Hauptkonto über 8000 Coins und auf einem Origin-Konto, was ich nie angerührt habe, was mit meinem Cross-Progression nicht verbunden war, hatte ich noch über 11.000. Also ich hatte eine Menge, was ich hier schon investieren konnte und habe dann selber noch ein bisschen was reingeballert, sodass ich einfach alles freigeschaltet habe. Und ich möchte euch einfach mal zeigen. Wir gehen mal ins Trainingsgelände dazu. Ach so, Moment, ich zeige euch erstmal die Deathbox. Das ist sowas, warum die Kritik überhaupt so hoch war, was ich komplett verstehen kann. Ihr seht's hier. Moment. Diese Deathbox verwandelt sich in eine One-Winged Angel. One-Winged Angel ist Sephiroth. Und ich möchte nicht zu viel davon erzählen. Ich werde auf jeden Fall auch demnächst mit dem ersten Remake-Ableger anfangen, live zu streamen. Wollte ich eigentlich schon lange machen, aber da ich jetzt länger krank war, hat sich das nicht so bewahrheitet. Ich hoffe, dass ich vor dem Release vom zweiten Ableger das noch schaffe, durchzuspielen. Wer da Bock hat, schaltet gerne ein, würde ich mich freuen. So viel Apex Legends wird es in den nächsten Wochen nicht geben. Und ich werde auch in den nächsten Tagen noch ein Video raushauen, so ein bisschen Real Talk. Hat Apex überhaupt für die nächsten Monate oder Jahre überhaupt noch eine Daseinsberechtigung oder stirbt Apex langsam aus? Darüber möchte ich noch mal reden, weil da gibt es immer noch Gedanken, die ich loswerden möchte. So, dann haben wir das Schwert natürlich hier. Es ist unwahrscheinlich geil und es geht wirklich auf jede Legende. Ich möchte es euch nur kurz zeigen. Ich gehe mal ins Trainingsgelände. Starte kurz, damit ihr seht, dass es wirklich funktioniert und es ist unwahrscheinlich massiv. Und natürlich hast du nicht dieselben Skills wie im. Hä? Ach, ich bin ein Trottel. Ich bin im Training. Siehst du, solange nicht Apex zockt und schon bin ich zu blöd, das hier auszuwählen. Wir nehmen vorher Ballistik, damit ich mir das hier sparen kann. Du kannst dieses Schwert wirklich auf jede Legende anwählen. Das musst du vorher einstellen. Und danach musst du, wenn du jetzt sagst, ich habe jetzt keinen Bock mehr Ballistik zu spielen, sondern Pathfinder, musst du nicht erst ins Menü und das Erbstück erstmal rüberballern. Das ist dann sofort da und es sieht einfach unwahrscheinlich genial aus. Das ist einfach mal der absolute Hammer. Und im Event, wenn du das Schwert findest, kannst du dich über locker 20 Meter nach vorn dashen mit einer Ladesequenz. Du kannst die Leute so richtig schön penetrieren. Ich habe das Event, wie gesagt, nicht lange gespielt, weil ich jetzt immer noch relativ lange krank war und keinen Bock hatte zu zocken. Aber du kannst es teilweise schaffen, innerhalb von Sekunden ein ganzes Squad damit zu eliminieren, wenn du es richtig anstellst. Du kannst sogar Schüsse blocken, bekommst aber minimalen Schaden trotzdem. Und wie gesagt, ich kann euch das ja mal zeigen. Man kann, solange das Event aktiv ist, das Schwert nämlich hier natürlich auch finden. So, ihr seht auch einen Unterschied zum Erbstück. Das Erbstück hat nämlich einen blauen Rand an den Dingens. So, hier, so kannst du die Schüsse blocken und dann kannst du dich so nach vorne dashen. Wenn Gegner wegrennen, dann dasht da hinterher. Das lädt sich natürlich jetzt auch wieder auf. Seht ihr unten rechts?
Das ist eine normale Attacke, dauert ein bisschen länger. Die hat eine unwahrscheinliche Reichweite. Ich glaube von hier. Nee, von hier treffe ich noch nicht. Auch noch nicht. Naja, du hast einen gewissen Abstand, wo du triffst. Aber ihr macht einen 60er Schaden und ihr könnt auch schnelle Attacken ausführen. Ihr könnt den Gegner nach oben schleudern. Moment, wenn ihr gerade diese nach oben Schleuderattacke gemacht habt, könnt ihr auch schnelle Schläge ausführen. Haut 25 rein. Ansonsten, wenn der Balken unten voll ist, kannst du den nach oben schleudern und dann haust du den mit so einer Smash-Attacke wieder nach unten. Dann gibt es noch den Limit Break. Das ist eine ultimative Limit-Attacke von Cloud aus dem Spiel. Deswegen macht es für mich eigentlich keinen Sinn, dass jede Legende die tragen kann, außer Krypto. Nee, dass nur Krypto das Schwert eigentlich tragen kann, wäre eigentlich sinnvoller. Aber für das gesamte Event ist es trotzdem geil. Wie gesagt, du kannst Schüsse blocken, dann dashst du hier vor und dann kannst du hier so richtig schön die Gegner penetrieren. Und das macht unwahrscheinlich Spaß, mit diesem Schwert rumzuballern. Was ich allerdings mit dem Limit Break nicht so ganz gepeilt habe, ist, du aktivierst das, du bekommst auch Preistracker, die möchte ich euch gleich mal zeigen, weil die Badges, die du freischalten kannst, sind unwahrscheinlich schick. Gerade als Final Fantasy Fan werden euch die meisten gefallen. So, jetzt kannst du hier das launchen und dann machst du aber genau dieselbe Attacke. Deswegen weiß ich nicht so ganz, was das. Wahrscheinlich kannst du hier die ganze Zeit, während der Limit Balken aktiv ist, hier so drauf hämmern. Ja, keine Ahnung. Für mich hat das nichts. Ja, du kannst öfter die Gegner nach oben schlagen. Das soll so ein bisschen ein Limit Break von Cloud darstellen. Es ist auf jeden Fall ganz geil, aber das Limit, das benutzt er eigentlich relativ selten. Im Endeffekt. Aber die Möglichkeit, die Schüsse zu blocken, das ist so unwahrscheinlich krass. So, jetzt zeige ich euch mal noch die Badges. Das ist eine Badge, die kannst du in dem Store kaufen. Du hast tägliche Herausforderungen, 12 Uhr mittags wechseln die, dann kannst du da Gil freischalten. Gil ist quasi die Final Fantasy Währung und dann kannst du in diesem Store dir so ein paar Sachen kaufen. Du kannst dir zum Beispiel das Buster Sword als Waffencharm ausrüsten, du kannst aber auch Packs kaufen. Über die Tage wechselt der Store. Ich weiß, dass es auch Event Packs gibt, die du freikaufen kannst. Hast alles freigepaid, kannst du dir trotzdem das Event Pack holen, dann bekommst du wieder Coins zurück. Auch eine coole Sache. Auch hier gibt es nochmal einen Final Fantasy lastigen Skin. Ich zeige euch jetzt übrigens nicht alle Skins, aber es ist mit dem Event eine andere Seltenheitsstufe hinzugekommen. Die Skins haben jetzt Seltenheitsstufe ikonisch. Wird da irgendwas Besonderes. Es geht übrigens auch davon aus, dass das nicht das letzte Crossover-Event gewesen ist. Ich möchte euch auf jeden Fall mal hier die Badges zeigen. Die sehen optisch extrem geil aus. Hier ein Chocobo, dann haben wir so ein Mokri oder Moggle. Der Kaktor darf natürlich nicht fehlen. Richtig edel. Und zum Schluss ein Thornberry. Ebenfalls ein Gegner, den es, ich glaube, in jedem Final Fantasy Spiel, seitdem ich es angefangen habe zu zocken, 97 mit Teil 7 erstmalig, Teil 8, Teil 9, Teil 10 und wie sie alle heißen, fast alle gezockt und überall gibt es auch diesen Thornberry. Das ist die finale Badge, die man freischalten kann. Du musst aber wirklich relativ regelmäßig zocken, damit du auf die Gil-Anzahl von 21.600 kommst. Also von daher, ich habe jetzt 2 Tage oder 3 Tage abends ein bisschen gezockt, um das freizuschalten. Dann habe ich wieder ausgemacht. Es macht wirklich unwahrscheinlich Spaß. Und ich glaube, viel mehr habe ich jetzt zu diesem Event nicht mehr zu sagen. Ich küre es nach wie vor zum absolut geilsten Event aller Zeiten. Auch das Post-Malone-Event war absolut stark. Vom Spielfeeling war das Post-Malone-Event fast noch geiler, weil du einfach ein geiles Warm-up in diesem Spiel hast. Aber ach so, noch ein kleiner Tipp. Noch ein kleiner Tipp zum Schluss. Wer jetzt die Geduld hatte, so lange dran zu bleiben, der Tipp, vielleicht mache ich noch mal ein extra Video zeitnah für dieses Event. Die beste Legende für dieses Event ist Horizon, denn wenn die Runde startet, du bist noch im Jumpship, siehst du von oben auf der Karte schon verschiedene Ticks, Kaktor-Ticks, wo die Substanzen für die Waffen drin sind. Und du kannst dieses Schwert auch an verschiedenen Punkten finden. Das leuchtet schon rot. Du kannst da direkt landen, das aufheben und direkt los smashen. Du hast mit Horizon die, ich sage mal, 95-prozentige Garantie, wenn kein anderer Gegner eine Horizon hat, dass du dieses Schwert zuerst krallst, weil viele auf ihrer Flugroute fliegen zuerst zu diesem Schwert und wenn du mit Horizon landest, hast du dieses Soft Landing und kannst das Schwert schneller krallen. Und ich hatte schon einige Momente, dann krallst du das sofort und kannst direkt zwei, drei Gegner wegballern. Also beste Legende,
Im Allgemeinen für die Fähigkeiten nicht Horizon die beste Legende, das ist klar, aber um das Schwert relativ garantiert am Anfang zu bekommen, ist Horizon wirklich die allerbeste Wahl. Mache ich wahrscheinlich nochmal ein extra Video draus. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß, jetzt bin ich aber wirklich raus. Wünsche euch noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal, ciao.